Der Rückgang ist schon sehr frappierend. Man geht davon aus, dass etwa 25% der ursprünglichen Insekten hier noch in Deutschland fliegen. Die Folgen sind dramatischer, als man sich das erst vorstellt. Also es wird jede Frucht, die auf Bestäubung angewiesen ist, langfristig nicht mehr existieren können. Das heißt, der Obstbau beispielsweise wird da ganz stark drunter leiden. Man hat heute schon in den Tomatenplantagen, die wir hier in Deutschland oder in Holland haben, Hummeln eingesetzt, die also die Befruchtung quasi künstlich vornehmen. Das ist ein Zusammenhang, und zwar zwischen der Landwirtschaft und dem persönlichen Verhalten der Menschen. Es ist inzwischen ja wohl bekannt, dass die Herbizide dazu geführt haben, dass also ein ganz breites Spektrum an Insekten ausstirbt. Überall wird gespritzt, leider auch in den Gärten. Hoffentlich lässt das langsam nach, aber es hat dramatische Auswirkungen gehabt. Und dann kommt hinzu, dass viele Menschen gerade in modernen Neubaugebieten auf die Idee kommen, ihre Gärten nur noch mit Steinen zu belegen. Und das nimmt natürlich auch den Insekten ihren Lebensraum. Jeder kann helfen, die Insekten zu vermehren oder zumindest ihren Stand zu halten, indem man möglichst unterschiedliche Pflanzen in seinen Balkonkasten oder in seinen Garten pflanzt, die aber auch von den entsprechenden Insekten besucht werden können. Wir haben eine Samenmischung, die wir hier in der Stadt Langenfeld auch kostenlos verteilt haben. Und zwar sind das verschiedene Wildpflanzen, die brauchen Sonne, die brauchen eine freie Fläche. Also man kann die nicht in einen Rasen einsäen, sondern man muss wirklich den Boden auflockern und sie dann aussäen. Man kann Insektenhotels zwar benutzen, ich würde persönlich nicht unbedingt dafür plädieren. Es ist oft ausreichend, wenn man einfach nur ein paar Holzstücke an einer Stelle im Garten auslegt, möglichst übereinander stapelt in einer sonnigen Stelle. Das wird automatisch besiedelt, man hat keinerlei Kosten dadurch und das ist eine ganz normale und natürliche Möglichkeit, sich Insekten in den Garten zu locken.